Ich begrüße euch im gelobten Land. Uns macht der ganze Spaß hier Spaß. Ich gebe jetzt das Wort als Grußwort hier dem neuen Generalsekretär Andreas Scheuer. Jo, Andi, bitte. Wir wissen, was wir an unseren CDU-Freunden haben. Sie sind sturmerprobt und erdverwachsen. Die Niedersachsen sind bekannt dafür, dass sie lange Wege in Kauf nehmen. Ich meine, es macht uns Spaß, sonst würden wir ja nicht wiederkommen. Es ist ja eine gigantische Tradition, 39 Mal zum politischen Aschermittwoch. Der Parteivorsitzende hat die CDU-Peine letztes Mal aus dem 5. Stamm der Bayern ausgerufen. Und von daher, das ist und bleibt so. Und die CDU Niedersachsen weiß, was sie an der CSU in Bayern hat. Gut. Ja, genau solche Stimmung möchte ich haben, wenn ich morgen von Oppermann rede, ja? Bislang war das Essen immer prima hier. Achso. Ich werde jetzt gleich anschließend die Einlasskarten für morgen hier verteilen. Ich habe schon einigen gesagt, es gibt nur eine Kategorie im hinteren Bereich. Ich habe nichts für vorne bekommen. Gauweiler morgen redet, das wird noch besser als letztes Jahr. Der knallt da morgen richtig rein, da freue ich mich. Dem Volk aufs Maul schauen, nicht nach dem Maul reden, sondern aufs Maul schauen. Ich erwarte, dass Herr Seehofer auch mal unserer Angelika Merkel mal ein paar Takte sagt. Ja? Weil sie den Friedrich so sagoklanglos abgeschoben hat. Die kennen die Halle sicherlich nicht. Naja, da ist ein Drittel ist vorne Sicherheitsbereich und zwei Drittel sind für allgemein. Und die ganzen CSU-Leute hier von den Ortsverbänden, ich weiß immer nicht, wie die in die Halle reinkommen. Die versprechen mir immer, es kommt keiner vorher rein. Und trotzdem sind immer welche drin, stellen ihre Wimpel da, Ortsverband, Hintertutzing, Hautzenberg und so weiter drauf. Unverständlich, aber es ist so. Naja, müssen wir sehen, ne?